Die Jugend im Kapitalismus spürt die Ausbeutung besonders stark. Aber die deutsche Arbeiterjugend stand auch immer an der Spitze der revolutionären Kämpfe. Das war so 1848, als die jungen Lehrlinge mit den Studenten auf den Barrikaden standen, und das zeigte sich auch vor und während des Ersten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit. Für die Kapitalisten waren die jungen Arbeiter Ausbeutungsobjekt und Kanonenfutter für ihre imperialistischen Kriege. Aber sie waren auch, um Karl Liebknecht geschart, eine ernstzunehmende Kraft, die ihr Recht auf Jugend in ihren Kämpfen und auch in ihren Liedern geltend machte. Im Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all, bald zieht ihr aller Wegen, bald weicht ihr Feinde Wahl. Geht lauter an den zweiten Schritt, Arbeiter, Jugend, wir sind mit. Wir sind die junge Garten des Proletariats. Wir sind die junge Garten des Proletariats. Thank you.